ad un tratto, come lampare nel mare, si accendono ad una le finestre di una casa. Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Wir sind heute in Frankfurt, genauer gesagt in der Klassikstadt, denn Fiat hat uns eingeladen, den neuen Fiat 500 für euch in dem Ersteindruck mal unter die Lupe zu nehmen. Der kommt nicht nur zum Beispiel in einer coolen Dreischichtlackierung daher, sondern auch als Cabrio. Und das ist richtig cool, denn neben dem Smart Electric gibt es den hier als einzigen Elektro-Cabrio aktuell auf dem Markt. Mega cool, also die Cabrio-Liebhaber von euch können jetzt auch endlich elektrisch unterwegs sein. Außerdem könnt ihr ihn auch in der coolen Mattfarbe nehmen, da wirkt er noch ein bisschen böser und unterstreicht dieses neue Design, was wir uns nachher noch mal genauer ansehen. Ich steige jetzt aber erstmal in mein Fahrzeug. Das ist der Fiat 500 in Ozeanblau. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, denn je nachdem, wo ihr seid, ist der blau oder grün und da haben wir schon den Fehler, denn das ist Ozeangrün. Aber sagt mal ehrlich, ist es blau oder grün? Schreibt es mal unten rein. Ich steige jetzt ein, schaue mir den an und dann seht ihr den Fahreindruck und den ersten Eindruck hier zum Fahrzeug bei Jonas. Der Fiat 500 hat sich wirklich gemacht. Er ist vom kleinen Stadtflitzer zum etwas größeren, stämmigeren Fahrzeug geworden. Und deswegen haben wir den jetzt hier in Frankfurt mit in die Innenstadt genommen. Denn wo gehört so ein Fahrzeug erfahrungsgemäß hin? Natürlich hier in die Stadt. Und das, obwohl der 320 Kilometer in der Spitze hat. Schauen wir uns aber mal kurz die Front an. Hier vorne haben wir jetzt ein klassisches 500er-Logo. Nicht mehr das Fiat-Logo, wie wir das noch von alten Modellen kennen. Und wir haben wunderschön das Tagfahrlicht jetzt hier gespalten. Zum einen hier im unteren Teil und zum anderen direkt in der Motorhaube, wenn wir es denn so nennen möchten. Seht ihr jetzt hier auch nochmal richtig schön die Farbe, wie das Blau und das Grün zur Geltung kommt. Mir gefällt die Front mega gut, auch diese Doppelringoptik. Das kennen wir einfach von den älteren Modellen und das hat Fiat hier 1:1 weiterhin umgesetzt. Auch am Heck setzt sich das fort, der ist einfach breiter und massiver geworden. Das Heck fällt so ein bisschen mehr ab, dafür haben wir einen schönen Dachkantenspoiler und insgesamt ein richtig schönes Design. Also für mein Dafürhalten ist es ein richtig schönes Auto geworden. Auch so kleine Akzente, wie das hier in der Rückleuchte in E gekennzeichnet ist, die 500 steht hier drin. Und nur dieser Schriftzug hier erinnert, dass das Fahrzeug ja eigentlich von Fiat kommt und 500 noch keine Eigenmarke ist. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass hier im 500-Schriftzug in der letzten Null das E implementiert ist. Denn man könnte ja denken, den gibt es in zwei Varianten, aber wie vorhin schon gesagt, nein, den Fiat 500 gibt es nur noch als rein elektrische Variante, wenngleich auch die Vorgängervariante, also die eigentliche zweite Generation, weiterhin verkauft wird, dass all die Verbrennerfreunde unter euch sich den auch noch kaufen können, wer auch immer das möchte. Denn ich glaube, wenn man den hier einmal gesehen hat, dann hat man sich sowohl in das Design als auch in den Fahrspaß verliebt. Und auch an der Seite geht das weiter, sei es der Türgriff, der jetzt hier versteckt ist und elektronisch geht, das heißt nicht mehr haptisch zum Ziehen, oder auch diese schöne Zierleiste und nicht zuletzt auch hier hinten der 500er Schriftzug, den wir dann eben nochmal in diesem Chrompaket hier sehen können. Und auch mit bis zu 17 Zoll Felgen steht der einfach verdammt gut da und gerade hier im städtischen Umfeld gefällt mir das persönlich sehr, sehr gut. Das Ganze hat natürlich aber seinen Preis, denn zum Beispiel kostet das Testfahrzeug, wie wir es jetzt hier stehen haben, knapp 35.000 Euro. Klar, ihr könnt dann die ganzen Prämien abziehen und so weiter, aber es ist trotzdem eine Menge Geld. In der Grundausstattung startet er im Übrigen bei 24.000 Euro, dann hat er aber auch nur 24 Kilowattstunden Batteriekapazität statt der 42, die wir jetzt hier verbaut haben. Und da kommt unser Partner ins Spiel, das ist GoLeasy und die ermöglichen es euch, verschiedene Fahrzeuge wie den Fiat 500, aber auch alle anderen Elektro- und Verbrennerfahrzeuge zu leasen und da einen Vergleich zu finden. Denn das ist eine Vergleichsplattform, die zwischen Vehiculum und Leasingmarkt das beste Angebot für euch finden. Das Ganze für Privat- und Gewerbekunden. Und sollte euer Angebot mal nicht dabei sein, dann könnt ihr den Suchauftrag auch speichern, um zukünftig dann euer perfektes Leasingangebot zu finden. Von dem her schaut gern unten mal vorbei bei GoLeasy und sucht euer Fahrzeug und least den dann eventuell günstiger. Denn wie gesagt, 35.000 Euro ist gar nicht so günstig für das Fahrzeug, wie es hier dasteht. Aber ich würde sagen, uns beiden wird kalt, wir steigen mal ein und zeigen euch den Fahreindruck.
Das Territorium des neuen Fiat 500 liegt auf jeden Fall in der Innenstadt. Hier im Stadtbild von Frankfurt am Main schmiegt er sich perfekt ein und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann ganz viele dieser Fiat 500 hier rumfahren. Denn die aktuelle Generation, also die zweite, sieht man ja auch schon häufig auf den Straßen. Zum Fahrverhalten trägt natürlich auch das Infotainment ungemein bei. Dazu zählt auch das Cockpit, also das Active Info Display. Das lässt sich über die linke Seite des Lenkrads bedienen und hat eine Vielzahl von Anzeigemöglichkeiten. Sei es eine Art klassischer Tacho, Trip-Informationen, eure Pilot Assistant Drive Features oder auch Multimedia-Dienste. Ihr könnt euch auch die komplette Navi-Karte anzeigen lassen, zugegebenermaßen aber sehr versetzt, denn diese braucht relativ lang zum Laden. Das hat mir nicht zu gut gefallen und oft war es wirklich so, dass die erst nach der Ampel wieder verfügbar war. Wenn das aber mal nicht geht, ja, dann habt ihr dieses 10,25 Zoll große Touchscreen in der Mitte und das hat genügend Verstellmöglichkeiten. Es gibt im Übrigen auch noch eine 7 Zoll Variante, die ist dann ein bisschen kleiner, hat trotzdem einen relativ großen Rahmen und nicht den kompletten Funktionsumfang und auch nur diese lässt sich im Übrigen in die kleinste Variante des Fiat 500 hinein konfigurieren. Standardmäßig kommt dieser dann aber nur mit einer Handyhalterung. So viel dazu, im Alltag macht es extrem viel Spaß, genauso wie das Fahrzeug an sich. Es passt in viele Parklücken, auch wenn er leicht größer geworden ist und er hat einfach so einen schönen, frischen, neuen Look, wenn ihr mich fragt. Beim Fahren ist es dann ganz praktisch, dass man die drei verschiedenen E-Modes hat. Ich kann jetzt hier über den Schalter gedrückt halten und dann wird mir vorne im Hauptdisplay angezeigt, in welchem ich mich gerade befinde. Jetzt bin ich zum Beispiel im Range-Modus. Das bedeutet, ich habe die volle Leistung, kann aber auch rekuperieren. Ich kann dann in den Normal-Modus, wenn ich da vom Gas gehe, dann segelt man dahin, wie man es vom Verbrenner kennt. Und im Sherpa-Modus, ja, da werde ich jetzt eingedämmt, denn der beschleunigt nur bis maximal 80 km/h und ist quasi für die Innenstadt relativ gut. Der schränkt dann auch ein bisschen die Leistung ein. Leistung haben wir hier im Übrigen 118 km/h, die vollkommen ausreichend sind. Hinzu kommt, dass der Fiat 500 das einzige Fahrzeug seiner Klasse ist, das mit autonomen Fahren Level 2 daherkommt. Das bedeutet eine Funktion oder eine Mischung aus aktivem Spurhalteassistent und einem Abstandstempomaten, der so gut funktioniert, dass ihr smooth in der Mitte der Spur bleibt und euch fühlt, als wärt ihr gerade in einem kleinen Tesla. Das ist richtig gut und sogar besser als in Tesla, denn während ihr dort, um die Funktion am Leben zu halten, leicht am Lenkrad drehen müsst nach einer kurzen Zeit, um dem System zu signalisieren, dass ihr noch da seid, ja, da reicht hier ein kurzes Berühren der Seitenflächen des Lenkrads, ähnlich wie wir das auch aus einem Audi e-tron kennen. Ansonsten macht er vom Fahrgefühl auch Spaß, denn obwohl man hier auf der Autobahn ein bisschen durchgeschüttelt wird, weil das Fahrzeug doch ein sehr weiches Fahrwerk hat, ist die Lenkung gerade für die Stadt richtig genial. Die ist leichtgängig, die wird ein bisschen härter hier auf der Autobahn. Man merkt aber, das Auto will eigentlich wieder in den urbanen Bereich. Aber dank zum Beispiel des Autopiloten, den wir vorhin ja gesehen haben, macht es trotzdem Freude, hier auf der Autobahn damit unterwegs zu sein. Ich kann hier theoretisch die Hände vom Lenkrad nehmen und weiß, ich bin hier auch in so einer Kurve relativ sicher unterwegs. Natürlich, ich könnte jederzeit eingreifen, aber das ist einfach so ein gutes Gefühl und auch mit den Fahrmodi, das überzeugt mich und man ist immer wieder beeindruckt, wie es die Elektroautohersteller dann doch wieder hinbekommen, die Autos so umzusetzen, dass sie nicht 100% wirken, als würde ich gerade ja, in einem Kleinstwagen sitzen. 70 Kilometer später sind wir jetzt mal nach Limburg gefahren und stehen hier an einer wunderschönen Fastnet-Ladesäule. Ihr kennt die ja schon aus dem Audi e-tron Langstreckentest. Ja, und wir wollen jetzt mal schauen, ob der Fiat 500 dann tatsächlich mit den 85 Kilowatt Ladeleistung laden kann, die dann versprochen sind. Denn mit dem Combined Charging System, was der ja eben verbaut hat, sollte das möglich sein. Dazu entsperre ich hier mal die Ladesäule mit der Maingau-App. Ihr kennt das ja hier auf dem Kanal, diesen Kanalpartner. Schaut gerne mal unten vorbei, wenn ihr da wissen wollt, wie die aktuellen Ladetarife sind. Ich entsperre die jetzt hier mal. Da haben wir es. So, Lade öffnen und dann einmal den richtigen auswählen und den Ladevorgang starten. Der Fiat 500 ist natürlich für die Stadt gedacht, aber ich meine, wenn es möglich ist, auf Langstrecke zu fahren, ihr habt vorhin gesehen, durch die ganzen Möglichkeiten, macht es ja auch gewissermaßen Spaß, den dann doch mal auf Langstrecke zu bewegen. Und die Reichweite ist okay, wir haben jetzt noch 42% im Akku und aufgrund der aktuellen Fahrleistung noch ca. 70% Reichweite. So, die Ladesäule ist jetzt freigeschalten. Ich nehme mal den Stecker und dann, so rum, kann es auch schon losgehen.
Während das Auto gerade draußen noch lädt, schauen wir uns hier mal den Innenraum an und der ist richtig gut gelungen. Man fühlt sich extrem wohl, es ist alles sehr wertig. Es sind coole Materialien verbaut, zum Beispiel ist das hier sehr, sehr gummiartig, obwohl es eine Holzoptik hat. Und auch hier diese Plastikarmatur, das ist echt cool hier drin, kann das Handy induktiv laden. Hier ist die Klimasteuerung, einzig hier drunter die Fahrmodi-Schalter. Naja, wem es gefällt, ich finde es ein bisschen zu groß und zu präsent, aber wer das mag, ne? Dann kommen wir mal ganz kurz hier zum Lenkrad. Das ist ein Zweispeichen-Lenkrad, also hier nur in der Mitte. Beim Rest könnt ihr durchfassen. Das Display dahinter ist knackig, scharf, schön hell und macht beim Fahren richtig viel Freude. Ihr könnt hier schön durchschalten durch die verschiedenen Menüs, habt hier alle Möglichkeiten der Ansicht. Einzig das Kartenmenü, wie vorhin gezeigt, hängt manchmal ein bisschen nach, aber gerade auch, wenn man hier im Home-Menü ist, einfach zwischen den Tachos so intuitiv schalten zu können, ist mega cool. Und das setzt sich dann auch in der Mitte fort. Hier haben wir so Kachelansichten, wo wir selber Seiten hinzufügen können. Dann können wir hier auswählen, was wir gern hätten, können dann die jeweilige App groß machen und da hin und her springen. Und was sehr schön ist, Apple CarPlay und auch Android Auto funktionieren hier drin kabellos. Und dann könnt ihr euch hier euer gewohntes System nehmen, könnt dann hier zurück wieder zu Uconnect. Das alles ist intuitiv und macht mir richtig viel Freude in so einem Kleinwagen. Noch dazu kommt, dass die Navigation im Fahrzeug auch richtig gut implementiert ist. Das ist ja immer so ein Kritikpunkt an Fahrzeugen oder an elektrischen. Aber wenn ich jetzt hier mal beispielsweise Berlin eingebe, so das Standardding, wo man mit fast keinem Auto eigentlich ohne zu laden hinkommt, dann ist diese Optik richtig cool. Schaut mal, das sieht aus wie bei Apple in Apple-Karten quasi. Dann lädt es hier kurz, auch schön animiert, nicht einfach nur stumpf wie in manch anderen Fahrzeugen. Jetzt klicke ich hier auf Fahren. Und dann zeigt ihr mir natürlich an, ich komme jetzt gerade mit meinen 250 Kilometern, die ihr rein theoretisch, wenn er vollgeladen ist, dann hat, nicht bis hin. Und dann kann ich jetzt hier, jetzt war es gerade weg, auswählen, dass ich dann eben ja eine Ladesäule suchen muss auf der Strecke. Und auch hier, wenn ihr seht, wie das aussieht. Ziel um 19.26 Uhr. Im Übrigen, ja, die Stimme ist männlich. Dann habt ihr hier jetzt die ganzen Routenoptionen und ihr könnt dann hier zum Beispiel nach einer Ladestation suchen. Dann sucht ihr die entlang der Route und gibt die dann in verschiedenen Kilometerabständen an und ihr müsst dann eben selber schauen, welcher dann für euch ja der beste ist. Ich nehme jetzt hier mal den Allego in Bad Hersfeld, das sind so 160 Kilometer, das müsste er vielleicht schaffen. Ja, und das muss man halt immer selber machen. Das heißt, ihr fügt euch halt so Stück für Stück eure Route selbst zusammen. Geht aber alles mega schnell, mega zuverlässig. Also diese Option hier und dieses Gesamtsystem hier im Inneren gefällt mir richtig gut und ich bin gespannt, wann Fiat das dann auch in anderen Fahrzeugen bringt. Denn hier im 500 ist es ja fast sogar fehl am Platz, denn so ein großes Infotainment braucht man ja im städtischen Bereich fast nie. Mir gefällt es richtig gut. Wir schauen jetzt aber mal wieder raus in die Ladesäule. Ja, wir haben mal wieder ein bisschen zu lange gebraucht. Wir sind jetzt schon bei 90%. Ich habe aber vorhin kurz geguckt und wir haben von 40% auf 85% nur 17 Minuten gebraucht. Das ist echt gut, denn gerade ab 80 werden die Fahrzeuge ja langsamer. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir davor irgendwo uns eingependelt haben, vielleicht bei 85 kW, dann haben wir eine richtig gute Ladekurve. Und da glaube ich auch den Kollegen von mir, die gemeint haben, dass der unter der Werksangabe von 35 Minuten das Fahrzeug wieder auf 80% bringt. Von dem her richtig cool, wenn ihr mal Langstrecke unterwegs sein wollt, dann könnt ihr euch auf den verlassen. Jetzt mit 90% lädt er natürlich nur noch mit 11 kW. Das ist dann wie bei euch in der Stadt. Aber mega cool, wir stecken den jetzt mal ab und fahren wieder zurück nach Frankfurt. Wie zu Beginn erwähnt, gibt es ja nicht nur verschiedene Farben und Karosserieformen wie das Cabrio, sondern es gibt auch eine neue Variante mit einer 3+1 Türvariante. Plus 1 bedeutet hier, ähnlich wie in dem BMW i3, dass ihr die hintere Tür wegklappen könnt, wenn die vordere offen ist. Das hat den Vorteil, dass ihr dann beispielsweise besser an den Kindersitz kommt oder wenn ihr doch mal noch Leute mitnehmen wollt, die hier einfacher reinkrabbeln können. Denn während des Tests gesehen, es ist doch ein bisschen umständlich, durch nur die Vordertür reinzukommen. Eigentlich ganz praktisch. Einziger Nachteil hieran, ähnlich wie auch im MX-30 von Mazda, ist der Gurt für den Vordersitz dann hinten. Das heißt, der Beifahrer müsste sich in dem Fall zu jeder Zeit abschnallen, um dann beide Türen öffnen zu können. Wie zu Beginn versprochen, zeige ich euch natürlich auch noch das Cabrio. Es ist einfach so cool, so viel Platz hier zu haben. Ja, und das geht noch weiter, denn das fährt bis ganz hinten runter. Ihr habt hier einfach so viel Kopffreiheit, so viel Raumfeeling. Es ist, als würde man draußen fahren. Und das jetzt hier auch in einem rein elektrischen Kleinwagen. Die Fiat 500-Liebhaber, die wissen das zu schätzen und das jetzt hier auch rein elektrisch zu haben. Finde ich mega cool, dass Fiat das gemacht hat. Ihr könnt das jetzt hier nutzen, also wenn ihr Cabrio-Liebhaber seid, das hier ist ein elektrisches Cabrio, was sich wirklich lohnt. Gute 5 Stunden später ist es jetzt aber Zeit für mich hier in der Kulisse vor der Frankfurter Skyline. Ein kurzes Fazit für euch
zusammenzufassen. Natürlich ist das noch nicht ausschlaggebend wie beispielsweise einen Alltagstest, den ihr ja sonst hier auf dem Kanal gewohnt seid und wo ich euch den Fiat 500 in der rein elektrischen Variante natürlich zu späteren Zeitpunkt auch nochmal zeigen möchte. Nach 5 Stunden kann ich aber so viel sagen, dass der sich hier mit einem Mini Cooper SE und einem Honda e auf jeden Fall den Status als Stadtflitzer hier in einer stark befahrenen Stadt ja teilen darf und dass der da vielen Freude bereiten wird. Ich denke auch, dass die kleine Akkuvariante da für viele interessant sein dürfte, denn da braucht ihr da ja nicht die größte Reichweite, wenn ihr täglich nur zur Arbeit pendelt oder eben das Teil als Zweitwagen nutzt. Mir hat er viel Spaß gemacht, der Innenraum ist genial und es zeigt mal wieder, dass es kein riesiges Auto sein muss, was viel Technik beinhalten darf. Auf der Langstrecke kann man ihn nutzen, denn dank der Autopilot-Möglichkeiten, die ja bis autonomes Fahren Level 2 gehen, ist es auch ganz vernünftig und auch vom Fahrgefühl ist es in Ordnung, wenn auch eher für die Stadt abgestimmt. Von mir war es das zu diesem kurzen ersten Eindruck. Ich hoffe, euch das Fahrzeug gut gezeigt haben zu können. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet, was ihr vom Fahrzeug haltet und gebt uns einen Like nach oben, wenn ihr wollt, dass wir zukünftig auch immer mal wieder so kleine Eindrücke von Fahrzeugen für euch präsentieren. Von mir war es das. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin. Ciao.